Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck, ein Journalist und ein Praktikant sind im Flugzeug. Durch einen Turbinenschaden verliert der Flieger schnell an Höhe. Es sind im Flugzeug aber nur 4 Fallschirme vorhanden. Olaf Scholz sagt: Ich bin der Bundeskanzler. Das Land braucht mich. Außerdem erinnere ich mich nicht, wieso ich hier bin. Und springt. Annalena Baerbock: Ich bin die Außenministerin. Ich bin zuständig für die Sicherheit von Ländern, die Hunderttausende von Kilometern entfernt sind. Ich muss mich auch retten. Und springt ebenfalls. Dann sagt Robert Habeck: Wenn ihr nach dem Absturz sterbt, heißt es ja nicht automatisch, dass ihr tot seid. Ihr hört lediglich auf zu leben. Ich muss jetzt los. Und springt auch. Der Journalist sagt zu dem Praktikanten: Du bist die Zukunft des Landes. Los, nimm den letzten Fallschirm und rette dich. Der Praktikant antwortet: Herr Habeck ist mit meinem Rucksack gesprungen. Es sind also noch 2 Fallschirme vorhanden.